geht es um das Beste aus dem Katalog, meiner Meinung nach derzeit auch das Wichtigste. Es geht um Energiekosten und in allen Bereichen sind die ja extrem angestiegen in den letzten Wochen und Monaten und ein Ende ist meiner Meinung nach gar nicht in Sicht. Ob das Stromkosten sind, ob es Heizölkosten, Gaskosten sind, allgemein Energiekosten. Und gerade beim Strom kann man da vielleicht das ein bisschen minimieren, indem man zu Hause Stromfresser identifiziert. Weil es ist ja nicht ganz klar, woher der Stromverbrauch kommt. Bei manchen Geräten weiß man es, andere vermutet man es, aber man kann jetzt eben sicher sein. Und im zweiten Teil der Sendung werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Heizkosten um 30% reduzieren können. Am Beginn tun wir mit Stromfressern und das sind oftmals Kühlschränke oder eigentlich Geräte, andere Geräte, von denen man es gar nicht erwartet, die extrem viel Strom fressen und mit unseren Strommessgeräten kann man das eben identifizieren. Ja, wo du es gerade sagst, ich habe vor kurzem mit einem Bekannten gesprochen, die haben noch eine Gefriertruhe, ich glaube noch von den Eltern irgendwann übernommen, das Gerät ist 20, 25 Jahre alt. Funktioniert noch, steht im Keller, da werden natürlich die Braten und so weiter, also alles das, was man eben in den nächsten 3, 4 Wochen verbraucht, aufbewahrt. Aber ich möchte wetten, das ist so ein enormer Stromfresser, von dem immer gesprochen wird. Und so manch einer denkt vielleicht auch drüber nach, vielleicht gerade mal auf ein etwas neueres Gerät auszutauschen mit einer anderen Energieeffizienzklasse, ist vielleicht am Anfang eine etwas höhere Investition, rechnet sich aber dann im Laufe der nächsten Jahre. Nur welches Gerät soll man austauschen? Welches Gerät bei mir im Haushalt ist denn jetzt eigentlich ein berühmter Stromfresser? Wo ist denn überhaupt noch Sparpotenzial zugegen? Dafür müsste ich wissen, was verbraucht ein solches Gerät? Und im Gegenzug natürlich gut zu wissen, was kostet mich der ganze Spaß eigentlich? Und deswegen haben wir unsere Energieverbrauchsmesser und Stromzähler für Sie im Programm. Wir werden anfangen mit diesem Gerät hier. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Gerät, weil Sie eben hier ganz einfach Ihren individuellen Stromtarif eingeben können. Im bundesweiten Durchschnitt liegt der aktuell bei rund 37 Cent pro Kilowattstunde. Wir wissen aber auch aus gut informierter Quelle, Ralf, dass mitunter, also auch bei Neuverträgen, dann noch mal deutlich tiefer in die Tasche gegriffen wird. Sie können das ganz einfach hier einstellen. Ich habe Ihnen das mal auf 37 Cent eingestellt. Wenn Ihre Kilowattstunde zu Hause laut Vertrag 42 Cent oder 32 Cent oder was kosten würde, können Sie das ganz einfach anpassen. Und jetzt stecken Sie dieses Gerät ganz einfach in die Steckdose, wo Sie das normalerweise das elektronische Gerät drin stecken haben und schalten dieses Messgerät ganz einfach zwischen. Und ich habe jetzt hier mal einen Heizlüfter mal mit zu uns ins Studio gestellt, um Ihnen einfach mal zu zeigen, was das bedeuten kann. Und den schließe ich jetzt ganz einfach mal an, damit wir mal sehen können, was verbraucht dieses Gerät denn eigentlich aktuell? Was würde es beispielsweise verbrauchen, wenn man den mal eine Stunde, einen Tag oder mal eine Woche laufen lässt? Und wie viel kostet mich der ganze Spaß denn eigentlich? Der Stromtarif bleibt natürlich jetzt hier der gleiche, aber ich kann über den Modus jetzt durchschalten. Wie sieht das im Einzelnen aus? Das jetzt hier beispielsweise wäre, ich muss mal von oben schauen. Ja, das ist der aktuelle Verbrauch. Das sind jetzt rund 1928 Watt. Ich muss schauen, ob es auf dem Kopf steht. Und jetzt können wir hier die einzelnen Elemente ganz einfach durchschalten. Das wäre der komplette Verbrauch. Ich habe es natürlich auch vor der Sendung schon mal getestet. Also insgesamt sind das jetzt knapp 60 Cent, wenn ich es richtig sehe. Wie gesagt, Sie sehen es gerade, ich muss auf dem Kopf lesen. Ja? Und so kannst du jederzeit ganz einfach mal schauen, was kostet mich der Spaß denn eigentlich? Das bedeutet, hier habe ich eine perfekte Kontrolle über das, was das Gerät gerade aktuell verbraucht, was es mich im Nutzungszeitraum gekostet hat. Zum Beispiel ein Kühlschrank, den ich jetzt mal überprüfen möchte. Was kostet mich ein Kühlschrank jetzt innerhalb von 24 Stunden, von einer Woche oder von einem Monat? Um dann mal genau zu wissen, bei meinem aktuellen Stromtarif habe ich jetzt die und die Kosten für dieses Gerät gehabt. Und dann kann man vielleicht mal parallel rechnen, bei einem neuen Gerät mit einer anderen, mit einer besseren Energieeffizienzklasse würde das beispielsweise deutlich weniger kosten. Und wann hat sich so ein Gerät ganz einfach gerechnet? Sie sehen, das ist eine Adapterlösung. Diana hat das zweite Modell ganz einfach mal in der Hand. Und das kann man jetzt zwischenschalten. Das geht bei einer Stehlampe bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer. Das geht bei einem Fernseher. Ich persönlich habe das auch mal zwischengeschaltet, um mal zu gucken, was braucht mein Fernseher denn eigentlich im laufenden Betrieb. Also all das ist möglich hier und damit eine tolle Diagnose möglich. Ich sage Ihnen die Bestellnummer noch. Die SD2209 und die 569, der Preis knapp über 8 Euro, 8,59 Euro. Bitte auch mehrere bestellen. Dann können Sie nämlich mehrere Geräte gleichzeitig testen. Man soll das ja nicht 5 Minuten machen, gern mal 1, 2 Tage. So, jetzt haben wir noch einen cleveren Zusatz. Ebenfalls wieder ein Energiekostenmesser, aber jetzt auch für schwer zugängliche Steckdosen. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Wenn ich da jetzt an meine Küche denke und mir überlege, wie soll ich denn eigentlich den Stromverbrauch bei meinem Kühlschrank messen? Der steht in der Küche ganz hinten links und da ist natürlich überhaupt kein Platz mehr wirklich, um überhaupt an die Steckdose dran zu kommen. Der ist einmal eingesteckt worden, als ich eingezogen bin, als ich die Küche aufgebaut habe. Aber mit so einem Strommessgerät würde ich an dieses Gerät
wahrscheinlich gar nicht drankommen. Mit dem nächsten Stromverbrauchsmesser oder mit dem nächsten Energiekostenmesser kommen Sie da ohne weiteres dran. Denn Sie stecken hier diesen Adapter in die ganz normale Steckdose für Ihr elektronisches Gerät und haben dann hier eine rund 1 Meter lange Zuleitung zu dem eigentlichen Adapter, zu dem eigentlichen Display, wo sämtliche Verbrauche angezeigt werden. Wo der Verbrauch angezeigt wird, ich halte es Ihnen mal so in die Kamera, ich hoffe, Sie können es erkennen, wo der Verbrauch angezeigt wird, natürlich auch nach individuellen Tarifen. Es gehen sogar 2 Tarife, da sage ich gleich noch ein Wort zu. Sie können natürlich sehen, wie viel CO2-Ausstoß ist das jetzt. Auch das natürlich ein riesengroßes Thema, speziell für die Umweltfans von Ihnen. Da kann man natürlich auch mal schauen, wie sieht das Ganze aus. Nach Tageszeit, nach Uhrzeit und so weiter lässt sich das Ganze einstellen und das ganz komfortabel über dieses Gerät. Jetzt habe ich Ihnen gerade gesagt, dieses Teil bietet natürlich dann also auch noch oder bietet Ihnen die Möglichkeit, 2 verschiedene Tarife einzustellen. Wärmepumpenbesitzer oder Nachtspeicher. Öfennutzer kennen das Ganze, da wird nach Niedrig- und Hochtarifen mitunter berechnet. Sie haben 2 verschiedene Tarife, auch das kann man hier sehr schön einstellen, um den Verbrauch dann eben über 24 Stunden zu messen. Egal, ob es jetzt ein Tarif ist für 24 Stunden oder 2, je nach Uhrzeit, lässt sich also mit diesem Teil hervorragend abmessen. Und Sie sehen das hier, ich habe also noch ordentlich Spiel, das heißt, ich käme bei mir um den Kühlschrank locker rum und kann mir trotzdem den Verbrauch und natürlich auch die Kosten für das Gerät ohne weiteres auf dem Display anschauen. Also noch komfortabler, noch einfacher und trotzdem sehr gut. Günstig, 20,89 Euro. Und ich bin mir sicher, dass wenn Sie Energiefresser identifizieren und dann dementsprechend reagieren, dass sich diese 20,89 Euro richtig rentieren. Die Bestellnummer ist die ZX7234 und die 569. Heizkosten ist natürlich dieses Jahr ein Riesenthema. Die Gaspreise schießen nach oben, man weiß nicht wohin. Die Heizölpreise sind so hoch, wie ich mich nicht daran erinnern kann, dass es jemals waren. Und dann heißt es eben Energie sparen. Und da gibt es Thermostate. Das sind unsere absoluten Bestseller, smarte Thermostate, die auch viele Experten empfehlen, um bis zu 30% Energiekosten zu sparen. Hier muss ich gleich sagen, Lieferung gerade erst gekommen, schon wieder komplett ausverkauft. Ja. Wir haben aber alles möglich gemacht, um die nächste Lieferung in wenigen Tagen möglich zu machen, genau Anfang Dezember. Und da können Sie dabei sein. Und Carsten, es ist nicht schwer, bis zu 30% der Heizenergie zu sparen. Nee, es ist wirklich denkbar einfach, wenn man clever heizt. Aber was bedeutet cleveres Heizen? Kommt doch ganz einfach mal mit in mein Büro, dann zeige ich euch das Ganze mal anhand der entsprechenden programmierbaren Thermostate. Wir haben ja mal so eine typische Situation für Sie kreiert, wie das sicherlich bei Ihnen zu Hause auch aussieht, mit einem ganz normalen Heizkörperthermostat, wie wir ihn hier sehen. Skaliert von 1 bis 5. Mittlerweile sieht man mitunter also auch schon mal auf den sozialen Netzwerken und auch mal in den Nachrichten, was bedeutet auch das, wenn ich so einen Thermostat auf Stufe 1, 2 oder 3 einstelle, da wird immer so Pi mal Daumen von bestimmten Heiztemperaturen gesprochen. Aber mit unseren programmierbaren Heizkörperthermostaten sehen Sie natürlich die exakte Temperatur auf dem eigentlichen Display und das in digitaler Form. Das Schöne ist, die Gerätschaften sind so einzustellen, dass man direkt beispielsweise auf 22 oder 23 Grad, wo wir beide uns, glaube ich, am wohlsten fühlen würden, wählen kann. Ganz einfach hier vorne am Drehrädchen drehen, wie Sie es normalerweise auch beim anderen Thermostat gewohnt sind. Lässt sich schwierig sehen, jetzt hier durch die Beleuchtung bei uns im Studio. Aber bei Ihnen zu Hause wird es deutlich erkennbar sein. Wenn wir von Diana sprechen, dürften es dann auch gerne mal 24 oder 25 gerne. Grad Celsius Dankeschön. Sein. Ja? Also die genaue Temperatureinstellung ist eine Sache. Man muss also nicht wie bei diesem herkömmlichen Thermostat eigentlich permanent rauf und runter drehen, zwischen Stufe 2 und Stufe 4. Es gibt bei so einem Thermostat eigentlich nur 2 Möglichkeiten, entweder ist es zu warm oder zu kalt. Das geht natürlich mit so einem modernen Heizkörperthermostat wesentlich besser. Noch interessanter wird es natürlich dann, wenn man einen solchen Heizkörperthermostat programmiert. Und zwar angepasst an Ihren ganz normalen Tagesrhythmus. Denn warum soll ich einen Raum beheizen, da wirst du mir recht geben, Ralf, indem ich mich gar nicht aufhalte. Gutes Beispiel ist ja das Badezimmer. Wenn ich an meinen normalen Tagesrhythmus denke, ich gehe morgens in der Zeit zwischen 7 und 8 ins Badezimmer, mache mich fertig und dann vielleicht noch mal abends um 10 Uhr oder was, wenn ich mich Bett fertig mache und Zähne putze. In der Zwischenzeit muss ein solcher Heizkörper nicht permanent auf 22, 23 Grad laufen. Das kostet mein Geld und wird quasi verbraucht, obwohl ich mich in diesem Raum nicht aufhalte. Natürlich können Sie jetzt hingehen und jedes Mal den Thermostat wieder runterdrehen. Habe ich auch ein paar Mal versucht, 5 von 10 Mal ist es mir gelungen, den Rest der Zeit habe ich schlicht und ergreifend vergessen, also ist der Heizkörper permanent weitergebollert und hat die entsprechende Temperatur im Raum verteilt, obwohl ich sie gar nicht genutzt habe. Hier machen Sie es ganz komfortabel, indem Sie diesen Heizkörperthermostat ganz einfach über Ihr Smartphone einstellen. Und dieser Heizkörperthermostat, der programmierbare, hat insgesamt 5 verschiedene Zeitzonen, die Sie zuschalten können. In meinem Beispiel, in der Zeit von 7 bis 8 Uhr, darf der Heizkörperthermostat dem Heizkörper gerne die Möglichkeit geben, sagen wir mal auf 23 Grad Celsius zu heizen.
ja, dann darf ich die, oder dann kann ich die Temperatur ohne weiteres runtersetzen. Dann würde ich noch eine zweite Zeitperiode, zum Beispiel abends in der Zeit zwischen 10 und 3 oder zwischen 22 und 23 Uhr einstellen, wo der Heizkörper dann gerne nochmal auf 22, 23 Grad gehen kann. In der Zwischenzeit senke ich die Temperatur dieses Heizkörpers mit Hilfe meines Thermostates ganz einfach runter, und das ist intelligentes Heizen. Man spricht in der Fachsprache immer, man kann ungefähr 30% der Heizkosten dadurch einsparen. Ich behaupte fast, in diesem Beispiel wäre es wahrscheinlich fast noch ein bisschen mehr. Wohnzimmer, gleiches Beispiel. Du hältst dich morgens mal 2-3 Stunden auf, um dir das Frühstücksfernsehen anzusehen, zu frühstücken oder dich aufzuhalten, bis du zur Arbeit gehst oder bis du unterwegs bist. Und dann hältst du dich vielleicht nachmittags wieder auf, von 17 Uhr, bis du eben zu Bett gehst. Auch in dieser Zeit dazwischen muss der Heizkörper nicht die ganze Zeit den Raum auf 23 Grad heizen. Da reichen auch mal 13, 14, 15 Grad. Das suchen Sie sich bitte selber raus, wie Sie sich am wohlsten fühlen. Und damit sparen Sie natürlich enorm viele Heizkosten. Ja, auch Kinderzimmer ist ein gutes Beispiel. Die Kinder sind morgens in der Schule. Da muss das Kinderzimmer nicht geheizt sein. Es reicht, wenn es warm genug ist, wenn Sie wieder zurückkommen. So sehen Sie, Zimmer für Zimmer können Sie bares Geld sparen mit dem richtigen Thermostat. Hier haben wir die Montage gesehen. Ja. Die ist auch im Vollbetrieb der Heizung von jedem Laien durchzuführen. Im Zweifelsfalle brauchen Sie vielleicht, wie wir es gerade gesehen haben, eine kleine Rohrzange, um hinten das Gewinde zu lösen. Aber nochmal, das geht für jeden Laien und ist im Vollbetrieb möglich. Und du zeigst uns auch gleich, wie einfach das ist, oder? Das ist denkbar einfach. Wir haben es gerade gesehen, manche Thermostate hängen schon 15 oder 20 Jahre, wie bei mir in der Wohnung. Die sind vielleicht ein bisschen festgebacken, da braucht man vielleicht mal eine Rohrzange, um die wieder zu lösen. Das Schöne ist, unsere programmierbaren Thermostate haben also auch einen entsprechenden Metallring, dass du das Ganze also auch ohne weiteres machen kannst, ohne dass der entsprechende Anschluss kaputt geht. Viel wichtiger aber ist noch für Sie zu wissen, dass Sie gerade jetzt, wo Sie die Heizung vielleicht auch schon auf Winterbetrieb eingestellt haben und so ein Heizkörper vielleicht auch nach Ihrem alten Thermostat schon auf Stufe 2 oder Stufe 3 läuft, dass Sie diesen Heizkörperthermostat ohne weiteres im laufenden Betrieb austauschen können. Sie müssen also kein Wasser ablassen oder die Heizung ausschalten, um das Ganze zu tauschen. Sie machen genau das, was ich jetzt auch mache. Sie schrauben den alten Thermostat ganz einfach runter. Na, gucken, ob ich ihn jetzt abbekomme. Genau so ist das. So, die schmeißen Sie auch bitte nicht weg. Die legen Sie gerade in der Mietwohnung irgendwo in eine Kiste, legen die in den Schrank. Beim Auszug können Sie die wieder draufdrehen, denn Ihre neuen programmierbaren Thermostate können Sie natürlich ohne weiteres mitnehmen. Jetzt nehmen Sie den neuen Thermostat und schrauben den ganz einfach drauf, so wie ich das hier mache. Logischerweise macht es Sinn, die entsprechende Anzeige hier, den Thermostat so auszurichten, dass Sie das oben sehen können. Und so einfach ist die ganze Geschichte. Jetzt müssen Sie nur noch programmieren, wie viel Temperatur Sie haben möchten und zu welcher Zeit. Und schon funktionieren Ihre Heizkörper wieder mit den programmierbaren Thermostaten. Und vom ersten Tag an fangen Sie an, Geld zu sparen. So, ein Thermostat für 33,24 Euro. Und bei 30% Ersparnis bin ich mir sicher, dass Sie sich schnell refinanziert haben. Die Bestellnummer für das Einzelthermostat ist die ZX5276 und die 569. Aber Sinn macht es natürlich, die ganzen Wohnungen damit auszustatten, jeden einzelnen Raum. Und deshalb haben wir jetzt noch ein 3er und auch gleich noch ein 6er Sparpack. Sparpack, warum? Weil es ganz einfach günstiger ist, ein 3er oder ein 6er Pack zu kaufen, als 3 oder 6 einzeln zu bestellen. Ja, und genau so ist es, liebe Zuschauer. Da möchte ich Sie auch bitten, ganz einfach mal durchzuzählen, welche Heizkörper Sie mit den programmierbaren Thermostaten ausstatten möchten. Manch einer möchte das bei jedem Heizkörper machen, wozu wir immer raten können, denn das ist Ihr Geld, was da quasi verschwendet wird, wenn ein Heizkörper läuft, ohne dass man die Heizung überhaupt nutzt. Aber wichtig wäre mir noch 2, 3 Dinge zu erwähnen bei unseren programmierbaren Heizkörperthermostaten. Nicht nur die Tatsache, dass Sie Ihre Wunschtemperatur einstellen können, was damit also wirklich punktgenau funktioniert in halben Grad Celsius Schritten. Sie können natürlich auch jederzeit darauf mit einem Booster, wenn Sie mal ein bisschen früher nach Hause kommen, ohne weiteres hier auch mal den Heizkörper dann auch mal schneller hochheizen lassen. Es gibt eine Fensterauferkennung, das heißt, auch wenn Sie im Winter mal Stoßlüften zum Beispiel, erkennt der Thermostat das und regelt die Heizleistung Ihres Heizkörpers entsprechend runter. Und sollten Sie kleine Kinder im Haushalt haben, die ganz gerne mal hier nach rechts und nach links drehen, weil es ja so einen Spaß macht, lässt sich da also auch eine Kindersicherung einstellen. Unabhängig davon sehen die von mir aus auch noch richtig klasse aus, wie ich persönlich finde. Und ich halte das für eine ganz intelligente Art des Heizens, wie viele unserer Kunden also auch schon erkannt haben. Jetzt eingeblendet das 6er-Set, was Sie auch jederzeit eben ganz bequem in Bluetooth Reichweite mit Ihrem Handy regulieren können, für 189,99 Euro für das 6er-Set, die Bestellnummer ZX5279 und die 569. Und da sehen wir alle nochmal in der Mitte das 3er-Set. Das möchte ich noch hinzufügen. Die Bestellnummer ZX5278 und die 569. Und hier haben wir einen Preis von 94,99 Euro. Sie sparen also knapp 5 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen. So, Bluetooth-Reichweite heißt, du kannst hier nur steuern, wenn du
in Bluetooth-Reichweite zum Heizkörper bist. Wir haben jetzt aber eine Möglichkeit, wie man das weltweit steuern könnte. Und das ist schön, man sagt immer so schön weltweit. Natürlich könnte ich theoretisch gesehen, wenn ich jetzt Urlaub mache, auf Mallorca vom Strand aus meinen Heizkörper runterregulieren. Macht natürlich Sinn, wenn Sie jetzt vielleicht zum November, Dezember oder Januar hin in den Urlaub fliegen und sagen, ich habe vergessen, die Heizung zu Hause runterzudrehen. Ja, oder ich habe noch die alten Einstellungen da drin oder wie auch immer. Dann können Sie es natürlich gerne auch irgendwo von Mallorca vom Strand aus machen. Aber natürlich ist es mitunter auch schon mal so, dass man seine Zeiten, vielleicht den Tagesrhythmus auch mal ändert. Und dafür möchte man jetzt so einen Heizkörperthermostat nicht nur zu Hause in der Küche oder auf dem Sofa sitzend einstellen. Vielleicht sind Sie auch ganz einfach mal 2-3 Stunden später oder 2-3 Stunden früher zu Hause und haben eben einen Heizkörper auf eine bestimmte Zeit programmiert. Nehmen wir mal an, der soll um 17 Uhr dann wieder mit dem Heizen beginnen. Auf 23 Grad soll der Ihren Raum hochheizen. Sie stellen aber fest, an diesem Tag sind Sie schon um 14 Uhr zu Hause und würden wahrscheinlich dann doch in eine etwas kühlere Wohnung kommen. Wenn das nicht unbedingt Ihr Ding ist, dann schalten Sie doch ganz einfach den Heizkörperthermostat von unterwegs dann auch gerne mal 2-3 Stunden früher auf Ihre Wunschtemperatur ein, was ohne weiteres so schnell machbar ist, wie wir das hier sehr schön sehen können. Ist übrigens alles selbsterklärend, also das, behaupte ich mal, ist selbst für ein kleines Kind ohne weiteres zu regeln. Also, was jetzt eingeblendet ist, ist das Dreier-Thermostat, aber mit einem Gateway. Und dieses Gateway ermöglicht all das, was uns Carsten gerade erzählt hat, weltweiten Zugriff oder auch nur außerhalb der Bluetooth-Reichweite, also jederzeit Zugriff. Und wenn Sie sagen, das ist das Richtige für Sie, dann bitte die Bestellnummer ZX5280 und die 569. Der Preis hier knapp 123 Euro. Nochmal Dreier-Set der Thermostate mit der Internetsteuerung, dem Gateway, was es noch bequemer macht. Und genau in dieser Kombination haben wir jetzt auch noch ein Sechser-Set, also 6 Thermostate, um die ganze Wohnung auszustatten, plus Gateway, was einen weltweiten Zugriff ermöglicht. Ja, anderes Beispiel, die kommen mal 3-4 Stunden später nach Hause. Sie möchten vielleicht ganz gerne mal mit den Kollegen was essen gehen oder sind abends vielleicht noch spontan unterwegs. Oder der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt hat eine Stunde oder zwei länger gedauert. Dann können Sie natürlich gerne auch von unterwegs ganz einfach mit Ihrem Handy, dem Heizkörperthermostat, den Befehl mit auf den Weg geben. Bitte fang erst 2 Stunden später an zu heizen. Auch das bedeutet wieder ein paar Euro 50 Unterschied. Ja, und hier sehen Sie knapp über 200 Euro. 208 Euro kostet das Komplett-Set, um in Zukunft 30%, bis zu 30% der Energie zu sparen. Also 6 Thermostate und unser Gateway, was übrigens, wenn Sie 7 oder 8 bräuchten, mit Einzelthermostaten natürlich noch auffüllbar ist, die ebenfalls über das Gateway hier schaltbar sind. Die komplette größte Anlage, die wir hier haben, hat die Bestellnummer ZX5281 und die 569. Und hier sehen wir auch noch mal einen Artikel, smarte Thermostate, damit heizen Sie richtig und sparen Geld. Und ganz unten steht, bis zu 30% Energie sind da möglich. Also das habe ich auch in vielen Sendungen gesehen, da hat man alles Mögliche zum Energiesparen getestet. Was Sie noch brauchen, egal für was Sie sich jetzt entschieden haben, sind Batterien, denn all unsere Thermostate werden mit jeweils 2 Doppel-A-Batterien betrieben. Ja, dafür habe ich jetzt ganz einfach mal die Haube runtergenommen. Sie sehen, das hier ist die LED-Anzeige und hier kommen die beiden Batterien ganz einfach rein, halten übrigens eine kleine Ewigkeit, haben wir festgestellt. Ja, aber dafür brauchen Sie natürlich die entsprechende Batterien und damit Sie jetzt nicht extra noch auf die Suche gehen müssen, bestellen Sie die am besten doch gleich mit. Ist ein praktischer 20er Sparpack mit Doppel-A-Batterien, von denen man, glaube ich, jetzt gerade auch in den Wintermonaten aufgrund der LED-Kerzen, LED-Lichtleisten und so weiter und die Lichterketten und alles bestimmt nicht genug haben kann. Sie werden nicht der Erste, der gleich 2 oder 3 Stück davon bestellen. Ja, die braucht man sowieso im ganzen Haushalt. Eben. 20 Stück für 7,59 Euro, das ist ein fantastischer Preis. Sie haben vielleicht auch schon festgestellt, dass in vielen Orten die auch die Batteriepreise extrem nach oben gegangen sind. Und wenn Sie jetzt das 6er-Set bestellt haben, brauchen Sie 12 Doppel-A-Batterien, um alle 6 zu betreiben. Und die anderen 8 haben Sie in Reserve für andere Haushaltsgeräte. Sie sehen, es ist gar nicht so schwer, Stromfresser zu identifizieren mit unseren Stromkostenmessern und Heizöl bzw. Gas oder Pellets, je nachdem, was für eine Heizanlage Sie haben, zu sparen mit intelligenten Thermostaten. Und ich habe viele Sendungen gesehen, viele Fachleute, die das wirklich immer wieder explizit sagen, die einzige Möglichkeit, effektiv zu sparen, sind intelligente Heizkörper, die nur dann heizen, wenn sie eben auch die Wärme brauchen. Andere sagen, 19 Grad reichen in der Wohnung. Ich bin der Meinung, nein, die reichen mir nicht. Ja, so ich möchte ganz einfach im T-Shirt auf meinem Sofa sitzen und nicht im Wintermantel. Und wenn es Ihnen genauso geht, dann bestellen Sie jetzt die Thermostate vor. Anfang Dezember kommt die nächste Lieferung.